Hallo Leute, wie geht's euch? Ich bin wieder da. Und zwar, jetzt will ich euch heute ein bisschen was präsentieren. Ich glaube, das ist das kleine Baby von Anne Flippo. Ja, ich glaube, ihr Lieblingsbaby. Wobei, wenn man Babys hat, hat man ja keinen Liebling. Jedes Baby ist doch sein Liebling. Auch wenn du 10 hast, sind 10. Bei meinen drei sind alle drei meine Könige. Ja, und ja, meine drei Kinder, Leute. Gell? Das war nur von dem. Alles gut. Er ist aber wahrscheinlich sein Lieblingsprodukt, sagen wir es mal so. Sein Lieblingsprodukt. Anne Flippo. Von niemand anderem als Anne Flippo spreche ich. Das ist die Master-Parfümeurin von Yves Saint Laurent, Leute. Yves Saint Laurent. Sie ist eine Master-Parfümeurin da drin. Sie ist involviert in so vielen Düften. Das müsst ihr mal im Internet nachschauen. Boah, so viele Düfte von Yves Saint Laurent sind von ihr kreiert worden, von Damen, von Herren. Leute, das ist eine Master-Parfümeurin, definitiv, auf jeden Fall. Dieses Parfum ist so reich an guten Ingredienzen, Leute. Das hat nur einen einzigen Nachteil. Das wurde mit der Zeit reformuliert. Aus was für auch welche Gründe auch immer. Kann sein, die mussten sich an den neuen Reformen anpassen, wegen Allergen oder sonst doch etwas. Oder die mussten, oder die haben halt einfach gesehen, dieses Parfüm ist so gut verbreitet, weil das ist wirklich in den letzten Jahren definitiv sehr gut verbreitet. Der ist meiner Meinung nach, und ich höre mich viel um, spreche viel mit Leuten, die in der in den Parfümerien arbeiten und so. Ich glaube, der liegt sogar in den Top 3, wenn ich mich nicht irre. Das könnt ihr mal googeln, aber meiner Meinung nach sind es die Top 3, die ja drin ist. Leute, ihr wisst doch ganz genau, über was ich spreche, oder? Yves Saint Laurent La Nuit, ich habe es nicht mal rausgeholt, ich Trottel. Yves Saint Laurent La Nuit, Leute, das müsst ihr haben. Das ist so reich an gutem Kardamom. Bergamotte, Leute, das hat hier Lavendel, Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Tonkabohne. Ja, Leute, das macht es. Diese Tonkabohne, dazu will ich noch kurz kommen, weil der hier hat ja auch Vetiver drin, ja. Und ein Vetiver ist ja definitiv ein No-Go, dass irgendein ein Duft so in pudrig macht, ja. Passt auf. Ich nenne pudrig, aber der Duft ist nicht pudrig. Der hat nur einen pudrigen Vibe. Okay? Nur einen Vibe, einen leichten Vibe pudrig. Aber das liegt an der Tonkabohne in der so guten Ingredienzen, die so gut zusammengewürfelt wurden. Ja? Mit der Bergamotte, mit dem Kardamom, Leute. Okay? Mit dem Lavendel. Dass da wirklich ein Hauch von pudriger Vibe mit rauskommt, Leute. Definitiv. Das ist ein Immergeher. Also, ob ihr tagsüber rausgeht, ob ihr nach dem Sport vielleicht, naja, könntet ihr auch, den könnt ihr immer tragen, Leute. Den tragt ihr bei einem Rendezvous, den tragt ihr, wenn ihr eure Lieblingsfreundin abholt oder wenn ihr in einem Club geht, könnt ihr auch. Er schreit nicht so arg. Das ist kein schreiendes Parfum. Das ist ein weicher, eleganter, smoother, würziger und süßer Duft, definitiv, Leute. Die Haltbarkeit hier ist halt das Problem gewesen. War ja früher besser. Mit 8,5 war das wirklich so. Es war nie ein Beast Mode Parfüm, definitiv. Kennst du noch von der Vergangenheit? Beast Mode war es nie, ja. Aber er war wirklich, du hast ihn länger wahrgenommen. Und jetzt ist es halt so, dass du ihn wirklich, ich finde, auf der Haut nach 2, 2,5 Stunden nimmst du ihn nicht mehr ganz wahr. Dann musst du halt wieder nachsprühen und der ist halt nicht so richtig, der ist halt nicht so richtig günstig. Ja, habe auch nur die kleine Flasche, definitiv. Ja, teuer ist er, weil er halt wirklich sehr an Bekanntheit gewonnen hat. Aber ich glaube, der war schon immer teuer, selbst wo er rausgekommen ist. Da wusste ich es nicht genau, wie viel, da habe ich mich nicht damit beschäftigt, wie der Preis war, aber ich weiß, dass er halt mit der Zeit definitiv am Preis gut gestiegen ist und er hält sich auch gut. Es ist ein sehr beliebtes Parfüm, Leute. So, ich bin soweit fertig. Testet dieses Teil, wenn ihr es nicht schon kennt. Wer kennt das, glaube ich, nicht? Yves Saint Laurent La Nuit, sehr beliebt.
sehr beliebt, sehr berühmt. Ich glaube, und wenn ihr es nicht kennt, habt ihr es bestimmt an irgendjemanden schon mal gerochen, Leute. Ciao, Belli, wir sehen uns beim nächsten Video.